Also nachts 2 Uhr eingepennt, dann 6 Uhr wach geworden, dank den Nachbarn. Ey. Ja, draußen natürlich sonnig, warm und windig ein bisschen. Wieder keine Kacke im Garten. Das Ding, das löst ständig aus, dieses Schallgerät. Das ist einfach 100% der Zeit am einfach triggern. Verstehe ich nicht. Zum Beispiel muss ich auf jeden Fall das Amazon-Zeug zurückgeben. Surfen ist angesagt. High Tide ist um 11:30. Da soll es immer nicht so gut sein, deswegen gehen wir ein bisschen später. Denn vor der High Tide zu gehen, ist ein bisschen knapp schon. Also ich habe immer noch ohne Ende Muskelkater, aber muss sein, ne? Ziehen wir es durch, den Scheiß. So, jetzt habe ich hier das Case mal drin, beziehungsweise den Oboe-Case. Ich bin mal sehr gespannt, wie die Akustik ist, denn normalerweise wird die richtig krass runtergedimmt. Ja, jetzt machen wir es mal fertig. Wir fahren kurz bei Walmart vorbei und beim UPS-Store und dann geht's ab an den Strand. Gucken, wie die Wellen heute sind. So, wir sind jetzt hier am Strand, wir haben gerade ausgecheckt. Die Wellen. Yellow Flag. Also krass. Gar nichts. So, ja, geht auf jeden Fall. Die anderen wollten auch wieder kommen, die wir da kennengelernt haben. Dieses Burschen, der auch surft. Nur nicht da. Aber ja, wir versuchen es gleich mal. So lange kann ich nicht bleiben, nicht länger als eine Stunde. Weil die Sonne, die ist einfach total crazy. Ich habe auf keinen Fall Bock zu verbrennen. Weil ich morgen arbeiten muss. Und mit Sonnenbrand in dem Shirt, das ist furchtbar. So, das haben wir erst wieder 20 Minuten nur Dehnübungen gemacht. Also der Wind, der drückt den, das Wasser. Ganz schön hier am Strand. Das ist gerade hier super geschwappt. Da hat keiner mit gerechnet. Sogar die hier in der Sonne lagen, bumm, lagen plötzlich im Wasser. Ja, ich weiß wirklich nicht, ob die Tonbank ist. Das Wasser, das drückt ganz schön. Es sind auch nicht viele Surfer unterwegs. Einfach nicht ideales heute. Also die Bedingungen heute schwierig. Aber Fokus. Ich habe zum ersten Mal auf dem Brett gestanden und bin 2, 3, 4 Meter gesurft. Ja, super windig irgendwie. Es gibt auch den Weitwinkel drin, deswegen geht das nicht so gut. Die Kollegen von gestern sind wieder da oder vorgestern, das ältere Pärchen. Ja, ich will nach Hause und der will natürlich nicht weg. Okay. Sonntag sollen super geile Wellen werden, aber da muss ich ja ab. Das geht gleich ab nach Hause, Salz und Sand loswerden. Cool, wie sind wir zu Hause? Wir sind nochmal bei Walmart. Wir wollten noch Bier holen. Kontaktlinsen plötzlich geil. So, jetzt muss ich duschen und dann mich entspannen. Ey. Morgen habe ich einen super langen Tag. Ich stehe gerade auf dem Schedule für 6 Uhr morgens, aber das kann irgendwie nicht sein. Ich hoffe, der Schedule kommt bald raus und dann kriege ich Klarheit. Aber ich fange auf jeden Fall um 10 vor 7 an, das heißt, ich muss auf jeden Fall wieder um 5 Uhr raus. So, duschen war ich. Und das war geil. Ja, Surfen ist ja nicht wirklich ein schmerzfreier Sport. Also, wenn ich mir schon wieder meine Arme hier angucke. Also, und meine Beine hier links sehen genauso aus. Total im Arsch. Und ja, hier die Rippen, da wo man aufliegt, auf dem Brett hier. Ich glaube, ich habe mir auch sämtliche Rippen da in dem Bereich geprellt. Da sagt mein Lehrer gar nichts dazu. Kein Kommentar. Stell dich nicht so an. Da mussten wir alle durch. So, es wird langsam dunkel. Mikrowellenessen gab's. Wieder halb schlecht. So, ne, der Chris, der gibt hier sein Bestes, den Rasen zu sprengen. Ich spreng gleich dich. Und dann trinkt er sich schon wieder Bier. Schon das zweite, glaube ich. Kann aber nicht wahr sein. Ne? 2, 3, keine Ahnung. Diese komische Studentenmann. Ja, der Chris, der arbeitet irgendwie für die Uni. Kriegt da $1,500 pro Monat für, unterrichtet halt Studenten oder so. Und die anderen Studenten, die zwar noch keinen Master haben, aber also die haben den Kurs, den er unterrichtet, noch nicht gemacht, aber sind auch mehr oder weniger fast genauso weit, die zahlen $42.000 für 2 Semester. Das heißt, der kriegt ja nicht nur, der kann nicht nur umsonst studieren, denn er studiert auch, sondern kriegt noch $1,500. Das hört sich natürlich schon wieder nicht so schlecht an. Aber von $1,500 kann man eh trotzdem nicht leben. Ja. Okay. Jetzt gucke ich mir noch ein bisschen UFC an, ein paar YouTube-Videos, dann möchte ich ab ins Bett. Es ist kurz vor 8.